Moin zusammen, willkommen zurück zu Minecraft. Ja, es geht endlich mit Minecraft weiter, und das soll ich euch zeigen. Ihr seht, 1.0.0 ist draußen. Also, das offiziell ist es jetzt aus der Beta-Phase draußen. Das heißt, es ist jetzt richtig draußen. Weil in Los Angeles oder so ist jetzt auch die Minecom gestartet. Heißt die, soweit ich weiß, oder Treffcom oder irgend sowas. Und dann habe ich mal eine Welt generiert. Und direkt beim ersten Anschlag habe ich die hier. Und ich finde es eigentlich schon nice. Boah, es hat allerdings soweit alles. Fangen wir jetzt mal an. Hosen kommen immer gebrochen. So, natürlich mach ich nicht von Season 2, sondern Season 3, sondern Season 2 weiter. Das heißt ganz normal weiter. Auch mit dem Part und so. Zwar neue Welt, aber egal, würde ich mal sagen. Aber das erste holen, das ist der Zuckerrohr da vorne. Das ist schon praktisch, wenn er da ist schon. So, weg. So, das erste, was wir natürlich immer machen, ist Baum. Baum ist mein Erdeblock, so. Da haben wir erstmal einen Erdeblock. Ja, ich habe das gerade nur zufällig gesehen, weil ich bei Facebook online war. Und da hat ein anderer bekannter Let's Player, der hat das gepostet als unser Hot. Mann. Und, oh, verdammte Kacke. Wir dürfen nicht darunter fallen. So. Und da habe ich den, schon draußen, direkt runtergeladen, direkt den ich bekomme, fangen jetzt mal wieder an. Und jetzt seht ihr ja wieder Minecraft. Natürlich, es wird nicht so häufig Minecraft geben, außer wenn ich natürlich ganz oft Ideen habe oder so. Aber ich möchte nicht, dass mir die Ideen ausgehen und die Lust wieder dran vergeht. Deswegen wird es nicht so oft geben, sage ich jetzt mal, also täglich. Natürlich wird es heute weitergeführt, aber das war's dann auch. So, machen wir mal Sticks. So. Und eine Workbench. So, zack, zack, zack. So, dann bauen wir direkt erstmal die Kohle ab. So, machen wir erstmal direkt eine Hacke und eine Axt. Die bauen wir direkt wieder ab. Weil ich denke mal nicht, dass wir uns hier niederlegen werden. Ich werde auch nicht mal nachts aufnehmen, ich werde auch nicht voraus aufnehmen, ich werde höchstens 2-3 Parts aufnehmen. Und das war's dann erstmal, weil ich möchte nicht zu viel Zeit vergeben, was sehe ich bei Portal 2. Und die Gastauftritte werden auch nur bei Minecraft kommen oder Let's Plays, wo ich die Stories oder wo ich einen Livestream machen kann. Und sonst wird es das nicht mehr geben, weil doch ich viele Dialoge verpasst habe, leider. Tut mir leid, aber das wird es ja nicht mehr geben. Was als nächstes nach Portal 2 kommt, Portal 2 Co-op läuft zum Beispiel, der ist in meiner Playlist drin. Ich werde nochmal ein Ankündigungsvideo machen, damit ihr das auch seht. Sonst ist unter meiner Playlist ab Kapitel 4 so gesehen, da komme ich dann. Bei 5 leider nicht, bei 6 wieder. Aber 6 ist ja ein DLC, was kostenlos dazu kam. Das wisst ihr ja, wenn ihr die Videos so gesehen verfolgt habt. Und Portal 2, weil wir haben ja Portal 2 Koop habe ich vorher aufgenommen gehabt. Und dann hatte ich erst Portal 2, soweit ich weiß. Ob ich das ganz genau richtig lag, also liege, weiß ich jetzt nicht. Aber ich möchte nicht mit den Bäumen hier, weil ich mag die nicht. Ich mag sowieso nicht die Stelle hier nicht so ganz dolle. Obwohl an sich schon, eigentlich wäre schon nice hier. Aber erstmal gehen wir erstmal da hoch. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um hier. Hm, da sehe ich noch mehr Bambus. Da sehe ich ein Schaf. Ich wollte schon eine Ziege sagen. Und da ist schon ein Cave. Das ist schon gut. Denke ich mal, dass es ein großer Cave ist. Aber wir werden erstmal noch ein bisschen Stein sammeln. Da muss man uns erstmal Steinsachen machen. Natürlich wird erstmal unser Wooding, also Holz, Axt weggeballert. Spitzhacke. Und dann wird das erst verbraucht. So. Machen wir mal so. Und natürlich habe ich nicht wieder auf die Uhr geguckt. Das ist ein bisschen schlecht, denke ich mal. Und Musik, die Musik wird so weit kommen, ich richtige Musik gefunden habe dazu. Also kein Techno mehr, also richtige Minecraft-Musik und eine Playlist erstellen und alles. Außer ihr möchte keine Musik im Hintergrund haben, dann lasse ich das auch. Dann kommt sowas auch nicht. Naja. Könnt ihr aber antworten. Monster sind natürlich an. Auf easy aber gestellt. Und das war's schon. Gut. So. Wir müssen uns gleich mal ein Häuslein bauen.
Denke ich jetzt mal. Also würde ich jetzt mal schwer behaupten. So, die Welt erinnert mich auch ein bisschen an meine allerersten Welt. Muss ich sagen. Du stirbst jetzt mal. Stirb scharf, stirb. Mann, so treffe ich dich nicht, du Mistvieh. Geht doch. Juhu, Erfahrungspunkt. Juhu. Texturenpack werde ich mir jetzt aussuchen. So, ich hoffe mal also auch, dass es schon mal etwas gibt dafür. Können auch laufen, also sprinten eher gesagt. Und dann werde ich mir natürlich eins holen. Das sind drei Tintenfische, die könnte ich auch eigentlich direkt einsacken. Ach, die stört die doch. Ach, das ist schon ein schöner Fluss. Und noch mehr Zuckerrohr. Ich nenne es Bambus, wie manche von euch erkennen, so gesehen. Was ich jetzt bauen werde, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, ich werde mich ganz einfach halten erstmal. Auf jeden Fall werde ich mich hier niederlegen, weil hier sieht es doch schick aus, finde ich hier zumindest. Weil hier sind normale Bäume, die hört mal jetzt mal ein bisschen ab, bevor es dunkel wird. Ich dann halt auch ein bisschen, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Oder im Berg wieder rein zuerst. Aber ich denke, wenn ich das wieder am Berg anfangen werde, verschüsselt das Minen. Apropos, zur Farm Station, wie zum Beispiel in eine Höhle reingehen, so. Also ich würde sagen, ich nehme das nicht auf, was etwas langweilig sein kann. Aber wenn ihr es sehen möchtet, dann schreibt es unter den Kommentaren natürlich, oder als Privatnachricht, ist ja eure Sache. Und dann sagt ihr mir, was ihr gerne möchtet, was euch lieber wäre, ob ich das so beibehalte, also normal aufnehme, auch wenn ich so ein Cave, Dungeon und alles finde und so, oder nur bestimmte Szenen mal aufnehme, oder erst gar nicht aufnehme, nur wenn ich an mein Haus oder wie auch immer dran baue. Das müsst ihr mir dann sagen, Schätzelein ziehen. So, kommen wir wieder zurück zum Spiel. Irgendwie freue ich mich gerade, dass tierisch die Vollversion endlich draußen ist, weil hier ist ja so lange schon angekündigt. Ich bin ein Alpha, also seit Alpha-Spieler, Anfang Alpha, weil ich erkläre euch mal, wie ich zu Minecraft kam. Ich weiß nicht mal, welcher Let's Player es war auf YouTube. Das ist schon lange her. Ne, nicht letztes Jahr. Vorletztes Jahr war das ja. Da war ja noch die. Okay, letztes Jahr war auch noch Alpha, aber vorletztes Jahr war es richtig gewesen. Und da hatte ich das angefangen. Was soll ich noch weiter sagen? Wie heißt es so? Ich habe gerade fast einen Faden verloren und das ist hier ein Cave. Auf jeden Fall hatte ich Minecraft dann durch einen Let's Player gesehen. Der hat einen Dosen Together gehabt. Und das erste, was ich gesagt habe, also gedacht habe, was ist das für eine scheiß Grafik? Was ist das denn von einem scheiß Game? Ja, dann irgendwann mal habe ich dann die getrackte Version gehabt. Ja, getrackte Spieler, ich weiß. Ich war einer. Ich habe auch nichts Leute, die es getrackt spielen. Ich finde es halt so schade, weil es ist ein totales Game, total geiles Game. Die soll ich, wenn ich besorgen, wenn die es nicht nicht kaufen können, wenn die keine 18 sind, sind die meisten ja, dann sollen sie halt jemand anderen fragen. Aber naja, es ist eure Sache. So, kommen wir jetzt zurück. Auf jeden Fall habe ich mir das Spiel dann downloadet, hab's gesagt, ich muss installieren, nee, es ging ganz schnell. Hab da ein bisschen gespielt. Ich habe wirklich ein bisschen, war ja, ist ja noch untertrieben. Mehr so Blödschwein. Und dann habe ich es gesuchtet, gesuchtet. Irgendwann mal dann habe ich dann gesehen, dass man es auch im Multiplayer spielen kann. Aber da ich ja die gecrackte Version hatte, ging das sehr schlecht. Weil gecrackt gibt es ja nicht so Server. Bis ich irgendwann durch Zufall einen gecrackten Server gefunden habe und habe das dann so gemacht, hatte dann auch gespielt und alles. Dann kam es halt immer mehr. Und ich finde das immer noch geil. Ich habe das jedem empfohlen, weitergegeben. Es gibt halt einige Leute, die ich auch kenne, die sagen, Minecraft, Grafik, oder mal sagen, ich habe nichts gegen Grafik, aber ich mag dieses Game einfach nicht. Okay, ist denen ihre Sache. Und dann langsam sollte ich mal was bauen, weil die Sonne geht unter. Und dann hatte ich halt es weitergespielt, dann kam die Beta und dann wo die Beta kam, hatte ich mir Spielen auch gekauft. Was habe ich eigentlich bekommen? Die 15 Euro, die kannst du auch ruhig bezahlen. Für das Game lohnt sich das auf jeden Fall. So. Scheiße, wo soll man denn hinmachen? Boah, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich es dann gekauft gehabt. Und dann hatte ich irgendwann mal ja mit den Let's Plays angefangen. Weil ich dann auch, weil ich dann irgendwann mal endlich mal angefangen habe einfach.
Scheiße, ich weiß nicht, wo ich bei uns sei, das ist schon nachts. Ich würde es nicht sagen, aber ich würde mir sagen, ich baue jetzt mal eine Spitzhacke schnell. Eine Spitzhacke, so. Eine Axt. Ein Schwert. Und aus den Restdingern werde ich mir jetzt mal Fackeln machen. So, natürlich wieder meine spezielle Reihenfolge. So. Ich hoffe jetzt nicht, dass uns ein Creeper von hinten begegnet hat. Psst, boom. Ach, das könnte ich auch mal anmachen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu laut den In-Game-Sound. Upsi. So, jetzt höre ich auch was. Irgendwie habe ich nichts gehört, weil ich höre, ich spiele über Boxen. Es sieht auch kein Gegner, das ist gut. Man könnte mir den bauen. Doch, da hinten ist Geld. Da doch ein Skelett. Verdammt, Scheiße. Ich würde sagen. Das verzwickt. Ich baue da oben was drauf, genau. Komm her, dummes Stück. Juhu, so neue Sounds dazu. Da oben oder da drüben. Ich schmeiß mal erstmal die Schafe, damit ich mir ein Bett basteln kann. Momentchen, ich komme gleich wieder. Da sind wir wieder, meine Leute. Jep, so. Hat ein bisschen laut so gesehen. Ihr habt es ja nicht mitbemerkt. Läuft ja ganz normal für euch weiter wie vorher. Hat sich auch angehört, glaube ich, wie ein Enderman, oder? Nee, doch nicht. Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir jetzt auf gar keinen Gegner. So. Naja. Gehen wir erstmal da hoch. Oder nee, genau hier bauen wir es hin. Genau da. Aha. Ich habe was vergessen zu machen. So, machen wir jetzt mal das. Und das, so. Eine Schaufel. Ach, wir haben gar keine Stickies. So, machen wir mal so. Und da. Da, so. Dann holen wir uns mal ein paar Fackeln. Noch ein bisschen weniger, weil wir brauchen ja auch die Kohle. So. So, abbauen. Das eins nach hinten verlagern. Jetzt können wir nicht so hinsetzen, das hoch. Dann die Schaufel, das zweite. So. So. So, hoch, hoch, hoch. Ja. Wo haben wir denn die Erde da? So. Ne, so gesehen nicht. So. Boah, hab ich erschrocken, du Mistvieh. Verrecke. Puh. Da steht ein Creeper gemütlich. So, hier wollten wir das dahin machen. So. Machen wir natürlich eine Doppeltür hin. So. Wie viel gerade ein Enderman rum? Naja. So. Natürlich wieder die altbekannte Backe. Hier hin. Ja, so habe ich das gelernt. Da hatte ich auch Tutorials geguckt, wie das geht und so. Deswegen. Ich habe mir das so angewöhnt. Tut mir vielleicht für die Leute leid, die es nicht so mögen, aber was macht man denn, wenn man das so beigebracht wird, so gesehen? So, machen wir erstmal zwei Türen. So, Musik haben wir ja so gesehen jetzt. Was bin ich auch? So. Dann brauchen wir ein Bettchen. So, zack. So.
kaputt. Lass mich eins höher, sonst stürzen wir uns den Kopf beim Aufstehen. So. Weil das ist ja auch nicht gut. So. Gehen wir mal schlafen. Aber vorher verabschiede ich mich für den erstmal so gesehen ersten Part. Meine Nase ist gerade zu wieder. Sagt die Würzung. Naja, wir sehen uns dann. Euer Colin P. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Koski.